Die Basketballer der Dresden Titans werden zum Favoritenschreck. Auch im Playoff-Viertelfinale bei der BG Karlsruhe konnten sich die Korbjäger von der Elbe durchsetzen. Karlsruhe, Vorrundenmeister in der Südstaffel, gewann zuletzt 7-mal in Folge. Doch gegen die Titans war damit Schluss. Diesmal siegten die Dresdner dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Einzig David Störner stach heraus. Der US-Boy war mit 20 Punkten, einem Double-Double und starken 14 Rebounds der auffälligste Akteur bei den Elbe-Riesen. Über weite Strecken ausgeglichen präsentierte sich das Spiel. Karlsruhe führte zumeist, konnte sich jedoch nie entscheidend absetzen. Hatten die Hausherren leichte Vorteile in der Rebound-Arbeit, speziell in der Offensive, so war es diesmal die Stärke der Titans an der Freiwurflinie einfach zu punkten. Die Entscheidung vor 700 Zuschauern fiel erst in den letzten beiden Spielminuten. Randall Holt brachte die Dresdner mit einem Dreier in Führung und fortan ging es für die Jungs von Steven Klaus nur noch an die Freiwurflinie. Dort aber behielten sie die Nerven, verwandelten und siegten so am Ende mit 92-87. Dresden führt gegen den Favoriten aus Karlsruhe in der Playoff-Serie nun mit 1-0. Am kommenden Sonntag können die Dresden Titans den größten Erfolg in der 10-jährigen Vereinsgeschichte perfekt machen. Gewinnen die Elbe-Riesen in der heimischen Arena, winkt der Einzug ins Halbfinale. Fanblog wird berichten.